Taxi! Taxi! Oh Gott, es tut mir furchtbar leid, hübsche Frau. Och nee, ein ganzer Tagesverdienst. Zwei Buntfeilchen in Dreck getreten. Jetzt kaufen Sie dem armen Mädchen noch eine Blume ab. Es tut mir leid. Jetzt kaufen Sie dem armen Mädchen doch eine Blume ab. Ich würde sagen, die junge Frau ist nicht aus dieser feinen Gegend, sondern aus einem Arbeiterviertel im Osten der Stadt. Ich bin verblüfft, Professor Higgins, wie Sie es immer schaffen, anhand der Aussprache die Herkunft zu bestimmen. Sehr gut. Das ist das Resultat meiner jahrelangen Beschäftigung mit der Phonetik, mein lieber Pickering. Ja, ja. Jetzt kaufen Sie einem armen Mädchen doch eine Blume ab. Na bitte, wir sollten ein Taxi rufen. Taxi? Oh. Taxi. Oh. Eine halbe Goldmünze. Was ich mir davon alles kaufen kann. Ach was, ich brauche ja nicht viel. Nur ein Zimmerchen irgendwo, mit nem Sofa drin sowieso. Und die Jahresbeleuchtung, oh, wäre das nicht wunderschön. Pralines aber gleich en gros, Koks im Ofen, ja lichterloh. Und warme Beine, oh, wäre das nicht wunderschön. Oh, so wunderschön sitzen Elian stinkfaul und still. Mir nicht rühren, bis der mal schon mitten durchs Fenster will. Und den jemand bei mir an den ich mir sanft aber dauernd lehn, bis alle Sorgen gehen. Wo wäre denn nicht wunderschön? Wunderschön! Wunderschön! Ich fühle hier kein Wohltätigkeitsbazar. Getränke müssen bezahlt werden. Ja, ja. Schnauze, George! Das waren höchstens 3 Bier. Schick die Rechnung zum Buckingham Palast. Ist doch Weihnachten. Oh, Leisa. Leisa, meine süße Tochter. Meine kleine Bank auf England. Ja. Nicht ein Penny kriegst du von mir. Oh, Leisa, meine Liebste. Du weißt doch, meine